Morgen also jagt sich Kurt Cobain die Todestag zum siebten Mal. Und so wie es aussieht, werden sicher einige Fans nach Seattle pilgern. Nur an sein Grab wird man bis heute noch nicht zugelassen. Die Seattle-Behörden befürchten nämlich so eine Massenadrang beim Friedhof, wie wir es von der Jim Morrison Grabstätte in Paris kennen. Der Kurt wird den Entscheid, wo immer er jetzt einmal war, sicher begrüßen. Denn bereits zu Lebenszeiten ist er lieber für sich und nicht mit in der Masse gesehen. Lassen wir ihm also seinen letzten Frieden. Tja, und wir sind schon am Schluss dieser Sendung. Nächsten Mittwoch wartet auf euch ein Rammstein-Special. Seit vorgestern ist nämlich ihre neue CD Mutter draussen. Und was Rammstein selber zu dieser Scheibe zu sagen haben, erfahrt ihr alles heute in 7 Tagen. Bis dann wünsche ich euch eine tolle Woche. Und jetzt genießt die Clip-Premiere von Links 2, 3, 4. See you.